Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skylen ist ein bisschen am Start. Gehen also wir eine kleine Runde Let's Show Minecraft. Und Tetsuo steht da oben drauf. Tetsuo. Oh. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil mein Volumen ziemlich am Schallen ist. Das Mikro hängt doof. So, das Mikro hängt besser. Nur damit ihr das Bescheid wisst in Art und Weise. Wir drücken Spielen und begeben uns auf die Map SFG mit ganz vielen tollen Dingern hier. Wir haben jetzt immer noch das hier. Wir gehen mal in den Kreativmodus, bleiben jetzt mal drinnen und laden die ganze Chose. Ich lade jetzt immer, wenn ich so mit einer Bau gerade so fertig bin oder sowas und nicht mehr weißer weiß, dann lade ich immer wieder was hoch von Minecraft. Und diesmal ist es jetzt genau der gleiche Fall. Ich habe zwei Bauprojekte jetzt fertig gehabt. Oder also weitgehend fertig. Und soll auch ein kleines bisschen ein Informationsvideo sein. Ein Informations-Video. Wir kommen gleich dazu. Und zwar. Muss ich nie oder nicht? Irgendwie wird's nicht raus. Ich bin ja gerade an einem Umzug dran und wie immer starten wir natürlich hier. Ein Umzug dran und bin gerade am Ausräumen hier aus der Wohnung, deswegen schaltet es auch so ein bisschen. Ist jetzt eigentlich der letzte Abend, den ich jetzt hier so verbringen werde. Und ich weiß nicht, wie schnell ich bei meiner Schwester jetzt eigentlich ein Internet habe und wann ich eigentlich mal wieder zum Folgendrehen kommen werde, wegen dem Unzuggedönse. Deswegen habe ich jetzt alles immer so hilfsprovisorische Videos gemacht und mit hochgeladen. Und das ist jetzt genauso ein kleines hilfsprovisorisches Video, wo ich nur mal kurz ein bisschen was erwähnen will. Mir gesagt, dass ich jetzt halt am Umzug bin. Ich habe halt Umzugsstress und bla bla. Internet werde ich sofort haben, aber halt nur in welchem Maße ist die Frage. Das heißt, ich kann also nicht wahrscheinlich jeden Tag zwei Videos hochladen. Wahrscheinlich kann ich nur noch ein Video am Tag hochladen. Ich gucke mal, wie es abläuft. Versprechen kann ich nichts, aber es wird halt demnächst mit Viva Pinata und mit Naruto weitergehen. So viel ist sicher. Ich glaube, ich muss mal hier alles einreißen. Das gefällt mir einfach gar nicht mehr. Wir werden sehen, wie weit wir jetzt dazu noch kommen werden, alles. Also Dimars, falls du das Video sehen solltest, dein Pinata wird noch umbenannt. Ich habe mir den Namen rausgeschrieben, den du jetzt dazu gemacht hast. Das ist gar kein Problem. Er hat auch die Frage gestellt, ob eine Person mehreren Pinatas Namen geben kann. Ist nicht der Fall, falls es irgendwann mal mehr werden sollte und ich kann nicht so viele Pinatas halt haben, ist dies also nicht möglich. Ich ändere gerne den Namen des Pinatas um. Das ist also nicht die Schwierigkeit, aber mehrere Pinatas auf einmal zu benennen, ist nicht drin. So, jetzt wollen wir mal langsam mal auf die Bauten kommen und wir kennen natürlich diesen formidablen Weg hier. Aber hier haben wir was Neues dazu bekommen. Fand ich eine coole Idee, so ein überdachtes Ding hier mit so ein bisschen Holzzaun dazwischen. Sieht ganz nice aus. Einzelnen Girlanden. Und dann kommen wir hier auf den großen Baum. Der Baum lehnt sich natürlich an die Legende der Wächter, Gahul-Baum. Ich zeige Ihnen auch gleich mein Groß, das habe ich jetzt hier hinzugedichtet. So ein kleines Aussichtsding-Turm. Suboptimal, meiner Meinung nach, geht alles ein bisschen besser.
Hier könnte man auch noch mal irgendwas hinbauen, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich war am Anfang so, ich hatte hier so einen Weg nach oben gehabt im Endeffekt, aber den habe ich abgerissen wieder. Stattdessen habe ich diese Variante genommen. Komisch, jetzt in letzter Zeit, jedes Mal, wenn ich aufnehme, fing ich einen Schnupfen zu haben. auch wieder was hinzugedichtet hier. Auch wieder so ein kleines Dachlein hier. Aussichtsplattform. Sieht zwar jetzt so riesig aus, aber im Endprodukt merkt man es kaum. Also man erkennt es kaum in dem ganzen Gewusel, wie groß dieser Baum ist. Ist keine 1:1, aber sehr stark daran angeprägt und versucht alle Kurven und Windungen halt nachzugehen. Kommt man halt hier rein, hat man hier nochmal eine Überdachung mit ein bisschen Buschwerk dran. Auch hier provisorisch angebaut alles. Noch nichts Großartiges auf das obere Ding kommt man jetzt nicht so ganz. Und im Endeffekt sieht der Baum jetzt mal aus Einrichtungen gesehen so aus. Ja, ist schon ein ordentliches Ding gewesen, ordentliches Bauprojekt. Was ich immer so ein bisschen, jedes Mal wenn ich das sehe, was ich immer so ein bisschen merkwürdig finde, ist dieser Stamm hier. Normalerweise müsste er wesentlich dicker sein, der hat die große Baumkrone und hier dieser dicke Ast hier und sowas. Das müsste wahrscheinlich noch mal ein bisschen geändert werden, weil das hier ziemlich, ziemlich dürre aussieht, meines Erachtens nach. Und ja, also im Endeffekt, ich finde das jetzt nicht so schlimm, also ich kann das auch wieder abreißen, das ist nicht das Problem, diese drei Stellen, aber ich finde sie eigentlich ganz gut dort, also im Endprodukt jetzt nicht so unbedingt verschlechternd. Das ist jetzt hier das Buschwerk hier, sehr schön, können wir von allen Seiten mal zeigen. Das habe ich mit einem kleinen Teil mit Kasum zusammengebastelt, der hat mir da netterweise geholfen. Und ja, netter Kerl, also wir zocken auch gerne oft zusammen und sowas, freue ich mich tierisch. Ich bekomme demnächst auch Titanfall, das möchte ich mal an dieser Stelle gerne erwähnen, für die 360. Und ich suche noch so ein, zwei Leute, die dann vielleicht mal mit mir zocken wollen, auch mal so eine Aufnahmesession mit mir machen möchten, würde ich mich jedenfalls tierisch freuen. Dann könnt ihr mich gerne adden, ihr müsst natürlich wissen, worauf ihr euch einlasst. Falls nicht, seht euch das neueste Battlefield 3 Video von mir an, dann wisst ihr es. Ja, das ist jetzt hier der Gahul-Baum und wir verkürzen jetzt mal den Weg in der Art und Weise und bewegen uns direkt mal hier hoch. Ihr kennt natürlich diese ganzen kleinen Dinger hier, die ich jetzt dran gebaut habe. Hier haben wir den kleinen Weg. Ich glaube, das habe ich schon mal alles gezeigt, ne? Da hinten halt dieses gedönse Ding und da ist das Bauwerk von meinen Freunden. Das müssen sie auf jeden Fall noch umändern, weil das ist ja jetzt einfach nur so hingeklatschte Scheiße. Und ich habe jetzt auch einen anderen Ring dazu gebaut. Den großen Ring, das wisst ihr natürlich. Den großen Ring habe ich etwas gebastelt. Endlich mal. Aber es wird wieder komplett eingerissen. So viel steht schon mal fest. Ach ja, stimmt, das ist jetzt neu rausgekommen, damit ihr Bescheid wisst. Ein bisschen beschissen, weil es jetzt zu spät rausgekommen ist, weil dieses Bauprojekt eigentlich sowas gebrauchen könnte. Und das Bauprojekt ist Halo. Ja, das ist jetzt ein schönes kleines Halo-Ding hier. Das ist im Endeffekt, habe ich so gerne so groß gehabt hier, weil das halt diesen Dschungel halt repräsentieren soll. Hier vielleicht so ein, zwei kleinere Bäumchen noch da rein. Das ist halt Dschungel. Hier ein bisschen normal Wiesengebiet halt. Hier oben haben wir was? Das ist Schneegebiet hier, Schnee. Dann haben wir hier so eine kleine zugefrorenen See. Schnee wieder. So ein bisschen Gebirgslandschaft. Dann haben wir hier ein Riesenmeer halt. Das soll hier ein schönes großes Meer darstellen. Also ein riesengroßes Meer. Dann haben wir hier eine Gebirgslandschaft bei. Und sogar eine kleine Wüste, dessen ein Fluss durchfließt. Und halt in einem kleinen See hier. Also was heißt die kleinen? Also wenn man bedenkt, dass es halt wesentlich größer ist, so ein kleines Ding hier. Das sind die beiden Bauprojekte, die ich jetzt letztens in Anführungsstrichen beendet habe. What the fuck? What the fuck? What the fuck, Gentleman?
Lol, das Ding hat hier oben das. Okay, whatever. Wasser, hör auf zu existieren. Blub, 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 blub. Katze ist auch noch da. Die Katze ist immer noch da. Und falls ihr es nicht gewusst habt, die Katze ist da. Ja, Pavol, Chico, ich habe dich jetzt mehrere Mal angekündigt, dass du jetzt da bist. Zufrieden? Schön. Ja, mein kleiner Halo-Ring hier. Kann ich ja ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe im Endeffekt. Das ist halt hier mehrfachig breit und rund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 breit. Das habe ich im Endeffekt hier, ich glaube, das ist eine 10er hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, dann kommt ein 3er, eine 2er, eine 2er, eine 2er, eine 2er, eine 2er. Nein, ein 1er. Hier ist ein 1er, 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 2er, 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 3er, 10er. Und das geht einmal komplett rum. Ja, meine Katze jammert. Ja, deswegen habe ich auch so ein bisschen dicker hier gemacht, nochmal eine zweite Schicht sozusagen drauf gemacht, damit ich halt hier das Ding noch ein bisschen verdecken kann. Damit es halt eher nach diesem Halo-Ring halt aussieht. Und ich will hier noch so ein Kontrollding irgendwie basteln, aber es geht halt nur mit dem neueren Texture-Pack. Daher jetzt für mich noch nicht machbar. Ich habe das natürlich ein bisschen abgeguckt. Ich habe den Ring jetzt nicht selbst in der Art und Weise erfunden, aber ich habe jetzt nicht selber gedacht, ach komm, lass uns mal einen Halo-Ring basteln, sondern ich habe die Idee von einem Bild gesehen halt. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du eigentlich auch mal basteln. Da habe ich halt geguckt, wie ich das am besten anstellen kann. War ein bisschen Fuckelarbeit, aber hat sich eigentlich gemacht. Und es gibt ein Tutorial-Video, wie ihr halt so einen schönen Kreis hier machen könnt, in jeder Größe. Und will. Will. Ja, das ist jetzt so meine beiden Bauprojekte. Wenn ihr auch so einen Halo-Ring gebastelt habt und seid total stolz drauf, dann könnt ihr mir vielleicht noch ein Foto von dem schicken. Ich guck's mir gerne an oder halt vielleicht noch ein Video und das irgendwie mal mir als PN schicken. Ich guck mir das gerne mal an und lass mich inspirieren. Generell sowieso Minecraft, wenn ihr echt kranke Bauten selbst entwickelt habt und sowas. Und ihr möchtet sie gerne mal in einem YouTube-Video mal vorgestellt haben. Ja, fällt mir gerade eine Idee. Ihr habt ein richtig geiles Bauding hier, wie zum Beispiel das hier nur in viel cooler oder den Halo-Ring in viel cooler oder sowas hier in mega stark, ey. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und oder als persönliche Nachricht. Also natürlich Minecraft jetzt nur Xbox-Style. Und dann kann ich ja natürlich mal mit auf die Map kommen und mal angucken und das mal zeigen lassen. Ihr könnt es natürlich auch mal so machen, dazu kann ich mich auch breitschlagen lassen, wenn ihr sagt, ja, hier, komm, ich habe jetzt hier mein Computer Minecraft ein bisschen rumgebastelt und sowas und das sieht ganz geil aus. Könnt ihr mir auch mal schreiben in die Kommentare, schon mal als PN, wie gesagt. Und wenn ihr selber Videos machen könnt, wie gesagt, ich kann auf Computer wirklich kein bisschen zocken, weil mein Computer einfach scheiße ist. Wie gesagt, dann schreibt es in die Kommentare und wir schauen mal, was wir jetzt so im Endeffekt draus machen. Und ich guck's mir dann an. Oder ihr schickt mir die, ihr sagt hier, ich habe das Video, wir treffen uns bei Skype oder sowas. Ihr schickt mir die Videos zu bei Skype. Und ich gucke mir dann die Karten an und dann, wenn ihr es, was ihr jetzt erklärt habt und sowas, dann sage ich ja, okay, gut, das können wir auf jeden Fall hochladen, dann lade ich das auf meinen Kanal hoch und das, ja, könnt ihr so ein bisschen Werbung halt für euch machen, für euren Kanal zum Beispiel oder halt für eure Minecraft-Map, wenn ihr so eine Gruppe seid und ihr sucht noch welche, könnt ihr damit ein bisschen Werbung für euch machen. Das ist eine ganz coole Idee eigentlich. Bringt auch ein bisschen mehr Zusammenarbeit zwischen mir und der Community. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ja, und wie ihr seht, dieses kleine, vorher war es ja nur dieser Bereich hier, nur dieses Häuschen, hat sich auf jeden Fall
wesentlich dazu gebaut. Ich habe jetzt die Idee noch bekommen, dort hinten eine Schlittschuhhalle hinzubauen. Also keine Halle, dann eher so ein Bereich. Mit angrenzenden Schwimmbad kann man eigentlich fast machen. Um halt jetzt so ein bisschen auseinanderzubauen, ein bisschen weiter. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal in diese Richtung gehen, damit das hier irgendwie wieder angeschlossen wird auf diesem ganzen Ding hier. Das ist auf jeden Fall der Plan. Boah, das sieht schon geil aus jetzt, ey. Mit dem Sonnenuntergang. Hammer. Schöne Ding, ey. Schöne Ding. Ja. Ich habe eine Idee, vielleicht kann man hier irgendwie eine Figur oder sowas bauen, dass ich mir mal so ein Pixel-Art-Gemälde oder sowas raussuche, was ganz cool aussieht und auf dieser Plattform nachbauen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Also ein, am besten irgendwie Horus oder sowas hier, ey. Oh, Anubis, ey, das wäre voll geil. Gut, wir haben jetzt schon die 15-Minuten-Marke. Ich wollte eigentlich nur 10-Minuten-Video machen oder sowas. Ich bin irgendwie fürs Zusehen. Wie gesagt, alles in die Kommentare schrotten. Wie fandet ihr das Ding? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder habt ihr bei Xbox Minecraft und hat erstellt und findet das cool? Dann schrottet es mir in die Kommentare. Wir adden uns und dann werde ich dazu ein Video machen mit euch. Ich habe den nächsten Titanfall. Auch bitte, wenn ihr Lust habt, mich adden. Dann können wir zusammen Titanfall zocken und mal eine Aufnahmesession machen. Und wenn ihr bei Computer Minecraft spielt, Video davon machen, mir Bescheid sagen, ich gucke mir das Video, schmeiße mir bei Skype rüber und ich gucke es mir dann halt an und sage, ja okay, lade ich so hoch. Ja, das ist eigentlich im Endeffekt alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss. Achso, und ich, wie gesagt, habe erstmal eine Weile vielleicht kein Internet oder werde halt nur beschränkt Videos hochladen können. Okay.